this world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Hallo und einen wunderschönen guten Abend bei lockergrillen.de. Heute ist es relativ schlecht, weil es regnet und es ist schon spät, dunkel, deswegen sitze ich hier oder stehe ich hier genau unter der Lampe, weil ich habe ja auch mein neues Pavillon, wie ihr wieder seht, und da ist es mit dem Licht noch ein bisschen blöd, ich muss unbedingt einen Strahler besorgen, aber ja, egal, Nebensache. Jetzt erstmal, Hauptsache ihr seht mich so ein bisschen, und zur Info, heute ist erstens der Tag der Tage, heute wird der Barbecue-Guru ding, 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 ding angegrillt oder angesmoked sozusagen. Und heute gibt's, weil morgen ist der Mais, wir kriegen ein bisschen Besuch und was weiß ich was, gibt es Brisket und zwei Stück. Ich zeig's euch mal. Wow, geil, geil, geil. So. Ja, zwei Stück. Das wird ein riesen Ding, richtig cool. Und ja, bin ich gespannt. Der Smoker glüht gerade schon vor ein bisschen. Ich habe einen Ring gelegt. Ich hoffe mal, das ist richtig beim Barbecue Guru. Da habe ich mich noch gar nicht so erkundigt, aber ich probiere es einfach aus. Einen Ring gelegt und ja, Hickory Woodchucks vorbereitet und alles. Und dann wird es jetzt gleich mal losgehen. Mal schauen, ich wollte so auf 110 Grad gehen. Und dann, wenn es ein bisschen eingeregelt ist, dann ist den Guru dran, dass die Batterien, dass er nicht die ganze Zeit bläst, die Batterien nicht so schnell leer werden, dass man ruhig schlafen kann. Und ja, jetzt tue ich schon mal, aber trotzdem schon mal das Fleisch drauf. Das mache ich immer ein bisschen früher, ist egal. Und bleibt eh lang genug drauf. Und ich schätze mal, gut, jetzt haben wir so 23 Uhr. Moment. 20 vor sogar. 20 vor 11. Ich schätze mal, morgen so um 13, 14 Uhr kann man dann essen. Alles klar. Ich habe vor, heute mache ich Burning Ants noch oder dieses Mal. Das heißt, ich schneide noch hinten dieses letzte Stück Fleisch noch ab, macht der Würfelchen draus und kocht die dann noch mal ein bisschen ein in so einem Barbecue-Gemisch. Aber das zeige ich euch dann später, deswegen freut euch schon mal drauf. Und dann, ja, ich find's cool. Dann bis später, haut rein, auf Wiedersehen. Kleiner Nachtrag, ich habe gerade das Fleisch drauf und so. Und jetzt ist mir noch eingefallen, ich habe ja noch extra eine Lende gekauft. Ich habe nur eine ganze Schweinelende gekauft. Und zwar, die wollte ich jetzt auch, habe ich einfach nur ein bisschen mit Salz aus. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Schau auch mal ausprobieren drauf. Jetzt werde ich einfach mit räuchern. Ich habe es letztens wo gegessen. Das war sau lecker, geräucherte Lende. Das ist total mager, kommt es einem vor. Und schön zart und sowas. Deswegen habe ich gedacht, das mache ich einfach mal mit. Tue ich jetzt oben drauf, es bleibt nicht so lange drauf. Vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden und das war es dann schon. Aber von daher, schauen wir mal. Ich ja, probiere es einfach mal. Hier ist nochmal die Lende. Moment. Die ganze Lende. Nur so ein bisschen mit Salz eingeribbelt. Ja, dann schauen wir uns mal an. Ja, Smoker smoked schon so ein bisschen. Man sieht es nicht. Wahrscheinlich. Nee, man sieht es nicht. Es ist zu dunkel da hinten. Ist ein bisschen blöd wegen dem Pavillon. Aber ja, jedenfalls, er räuchert schon. Vertraut mir. Und jetzt. Tue ich die Lende noch schnell drauf oben, mache ich den auf dem Ohrenrost und so. Alles bleibt ja jetzt. Ist das Zeug jetzt, das Brisket, jetzt, die Briskets und die Lende sind jetzt so 45 Minuten drauf. Hat er ungefähr eingeregelt, so bei 100 Grad. Jetzt ist, glaube ich, Zeit, den Barbecue-Guru anzumachen. Das habe ich schon getan. Jetzt kommt ein Zug, deswegen könnt ihr es nicht hören. Ich zeige es euch aber mal. Es qualmt schön und man sieht schon, da bläst unten was raus oder rein, dass es oben rauskommt. Schau mal, ich filme mal rüber. Ich muss mit dem Handy ein bisschen leuchten, wegen diesen schlechten Lichtverhältnissen. Und, aber der Guru ist böse am Arbeiten und ich denke mal, der regelt das jetzt sehr gut ein. Ich bin gespannt. Ja, wie ihr gesehen habt, der Guru hängt, er pustet und macht und tut. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis er sich jetzt so eingeregelt hat. Ich habe ihn auf 115 Grad eingestellt.
Das ist, glaube ich, ganz cool. Und dann bin ich mal gespannt. Ja. Hallo. Dann bis später. In guter Hoffnung. Und zwar haben wir im Moment so um die 114, 115 Grad im Smoker. Das passt auch ganz gut. Und ich habe jetzt schon mal die Lende rausgeholt. Hihihi. Und die schaut eigentlich saugut aus. Irgendwie habe ich gedacht, die ist noch eher, wie soll ich sagen, so wie Geräusche des Speck, also eher ein bisschen roh. Aber dadurch, dass wir heiß geräuchert haben oder ich heiß geräuchert habe, ist es klar, dass es nicht so aussieht. Ist ja, ja gut. Aber man lernt aus allem irgendwo. Aber es riecht saugut. Ich bin so gespannt und geprobiert habe ich auch so ein bisschen. Es ist einfach lecker. Und ich zeige es euch jetzt kurz und dann geht es weiter. Ich lege mich jetzt hin. Jetzt haben wir gerade mal 1:30 oder sowas die Nacht. Und ja, Brisket läuft soweit. Wie gesagt, Barbecue Guru muss ich ein bisschen einstellen zwischendurch. Also der hat, der muss ein bisschen runterregeln. Irgendwie gibt es ja kleinere Differenzen zwischen den Thermometern, sag ich mal so. Ja, zwischen dem Maverick und dem Barbecue Guru, aber das ist ja gar kein Problem, muss man nur wissen und dann kann man sich ein bisschen darauf einstellen. Also da habe ich ein bisschen nachgeregelt. Jetzt zeige ich euch nochmal die Lende und dann gute Nacht. Bis dann. Sieht hier sau gut aus eigentlich, gell? Seht ihr den Ring? Weiß ich gar nicht, ob man den sieht, den Smoke-Ring. Aber ist echt gut. Hat es noch schön heiß. Ich habe schon mal ein Scheibchen probiert. Aber gut, jetzt lass es schön auskühlen und ich nehme an, kalt schmeckt es richtig geil, glaube ich. Ja, ist auch schön weich. Oh, super. Hallo und schönen guten Morgen, nee, meine Locker-Grill. Nee, also Brisket ist noch am Smoken und wir haben jetzt so 8:15. Lief gut, bis auf, dass der Barbecue-Guru leer ist oder war. Ich hatte da schon zu viel rumgespielt und ja, da waren die Batterien wohl leer. Da ist die Temperatur natürlich ein bisschen abgesackt. Bin ich dann heute Morgen um 7, kurz nach 7 geweckt worden. Da waren es nur noch ja, 90 Grad oder sowas. Ist ja nicht so schlimm. Ich feuere jetzt gerade wieder ein bisschen hoch und läuft jetzt ganz gut wieder. Ja, jetzt haben wir gerade so... sieht man hier 102 Grad wieder und 79 Grad Kerntemperatur. Von daher passt es eigentlich ganz gut auch, weil wir bis 90, kurz über 90 wollen für Kerntemperatur. Das passt eigentlich ganz gut von der Zeit her. Das ist super, gut im Zeitplan und dann ja, geht's los. Ich gehe jetzt erstmal laufen und dann ja, melde ich mich später wieder, wenn wieder was passiert. Alles klar, bis dann. Haut rein. Hallo bei lockergrill.de. Also, Brisket ist fertig und zwar haben wir jetzt 95 Grad. Super, jetzt hole ich es raus und schneide diese Burning Ends ab und lege das dann ein. Ja, ich zeige es euch gleich nochmal, aber ja, jetzt geht's weiter. Bis dann. Da sind sie. So, Burning Ends sind erstellt und eingelegt. Ich zeige es euch gerade mal, wie das aussieht. Ich habe das jetzt oben in den Smoker mit reingelegt. Das andere eingepackt, den Rest in Alufolie. Und dann, ja, schätze ich mal, so eine halbe, dreiviertel Stunde lasse ich das jetzt noch drauf. Und dann ist es fertig zum Verzehren. Das ist jetzt einfach nur so eine Barbecue-Soße, habe ich mit ein bisschen Wasser zusammengemischt und dann diese geschnittenen Viereckchen da eingelegt. Hallo nochmal. Juhu, es ist geschafft. Brisket ist fertig. Die Burning Ends sind fertig. Alles ist fertig. Ich schneide jetzt mal auf. Ich pack's aus, schneide es kurz an und zeige es euch nochmal, wie cool es geworden ist. Und zwar die Burning Ends und das Brisket. Ich mache gerade mal den Deckel auf. Wow.
Ich hole das jetzt mal raus, stelle es nebenhin und dann schneide ich das nochmal an, das Brisket, dass ihr nochmal seht, wie cool das geworden ist mit dem Rauchring und sowas. Ja. Und hier ist es. Super lecker, Rauchring, alles da, sauzart, perfekt. Also, Mission geglückt. Barbecue, Guru, auch alles perfekt. Da, ich zeige euch nochmal und zeige euch gleich nochmal das Fleisch. Und dann macht's gut, vielen Dank fürs Schauen. Folgt mir auf Twitter, Instagram, Facebook, alles mögliche. YouTube, bitte liken. Und vielen Dank für das Interesse und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.